Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt jetzt einen Haul für euch. Ja, ich habe gerade, musste meinen Mann zum Arzt fahren. Er hat einen Termin ausgemacht, heute früh hat er angerufen. Und dann hinterher gleich ein paar Sachen bei Lidl geholt. Wir waren nur bei Lidl. Apotheke zählt nicht. Der hat gerade so einen Karton mit, wie heißen die Dinger? Thrombosespritzen mitbekommen, ne, weil 9 Wochen, das wird noch nicht mal reichen. Genau, ansonsten nur bei Lidl, wir haben Wasser gekauft, das steht hinten. Ja, nur Wasser, kein Katzenfutter, gar nichts. Und dann ist gerade momentan im Angebot diese palettenweise Konserven zum Beispiel. Ne? Oder ich meine Apfelmus oder jetzt, wir haben tatsächlich 12 Gläser jetzt mitgenommen. Von den Kirschen. Die braucht man wirklich immer wieder, mal einfach zwischendurch zum Nachtisch, keine Ahnung, Kirschgrütze zu machen oder wie ich jetzt am Freitag einmal Kuchen oder sowas Schnelles, passt dann schon, wenn man das wirklich da hat. Dann haben wir was Leckeres mitgenommen und zwar ein paar Berliner mit Schoko, Vanille und das die hier mit Nüssen, Mandeln wahrscheinlich, denke ich mal. Das sind die Bienenstich-Berliner. Die haben wir mitgenommen. Und dann hat Easy Flakes mitgenommen. Und zwar zweimal die Zimtis. Und einmal haben wir die Schokoshells mitgenommen. Ich pack die mal ganz schnell hier ins Regal. Ach, Easy ist da. Mich eben noch hier. Der kokelt. Der macht Feuer. Ach. Sagst du Hallo? Guten Hallo. Guten Hallo von da hinten, okay. Motiviert, aber sowas von. Ja, gerade, ja, ich glaube im Angebot nicht, aber doch, die waren wirklich im Angebot. Ne? 2 x 800 Gramm jeweils Rinderhackfleisch. Werde ich einfrieren ein Teil und ein bisschen was davon für morgen da lassen. Dann habe ich 2 mal, das werde ich gleich zum Abendessen verwenden, frisches Hähnchengulasch. Ich mache gleich was ganz, ganz Schnelles, weil es ist schon 5:50 ist. Ne? Also das ist halt so. Dann ist gerade im Angebot die Brombeer-Joghurt-Rolle. Haben wir jetzt entdeckt. Soll wohl lecker sein, hat mir jemand von euch mal geschrieben. Und dann so eine Käsesahne-Rolle mit Mandarinen. Hast du hier Platz oder wollen wir die draußen lassen? Und die, oder wenigstens eine davon. Und die Tage irgendwie zum Tee? Hier ist Platz. Okay, mach. 2 mal Eier. Ich habe ja ganz schön viele Eier gerade in letzter Zeit verbraucht, also nachgekauft gerade 2 mal. Okay, hier ist nur für eine. Ja, dann habe ich Aufschnitt mitgenommen und zwar, wo habe ich denn jetzt noch mehr? Hier, genau. Es sind 2 mal Hähnchenbrust und 3 mal Puttenbrust Aufschnitt, weil das brauchen wir wirklich ganz viel, auch wenn die gerade jetzt nicht alle zur Arbeit oder Schule gehen, aber wird zu Hause dann doch mit Brötchen oder so zum Frühstück gegessen. Räume ich mal weg. Dann gratis. Das war 3 Sachen haben wir heute gratis mitgenommen. Einmal diesen Saft, man hätte aussuchen können, entweder dieser Saft oder war das Fleischwurst? Genau. Ja. Dann gratis. Wo ist das? Der hier. Kefir habe ich einen Becher mitgenommen, war auch gratis. Und eins von diesen High-Protein-Puddings, Quark-Creme. Nicht Joghurt, sondern Quark-Creme. Einmal habe ich jetzt Vanille hier mitgenommen, das war gratis. Und die anderen haben wir gekauft zum Probieren. Und zwar in Sorten Erdbeere und dann Pfirsich-Maracuja. Der hier war ein bisschen teurer. Das ist ein Joghurt, kein Quark. Den habe ich jetzt für mich. Das ist Orange Pfirsich. Pfirsich-Orange, genau. Dann habe ich noch ein bisschen Wurst mitgenommen. Und zwar Geflügel-Bierschinken und Geflügel-Mortadella.
für Frühstücksbrot, Brötchen, was auch immer, für die Arbeit, Schule. Folippi ist gerade im Angebot, der Käse. Und das wird bei uns so gerne gegessen. Einfach mal so Packung aufreißen und in sich reinstopfen. Die kann das sehr gut. Dann habe ich einmal Paniermehl mitgenommen und einmal Speisestärke. Ist beides bei mir gerade nicht mehr da gewesen, deswegen musste es unbedingt. Ein Paket Mehl, aber nur eins. Gleich umfüllen, weil ich gerade sehe, hier ist eine Loche. Ein Paket ist gerade günstiger mit der App Emmentaler. Ein paar Bananen. Genau. Das sind aber viel. Zwei Paar Bananen. Ah, diese Klugscheiße. Einmal Paprika. Dann, Raffi hat schon einen geklaut. Ja. Äpfel. Ich sollte sagen, es war das Einhorn. Ach so. Einmal in Grün und einmal die Gala, die fruchtig süßen. Ja, ist nicht mehr so viel da. Bitteschön. Dann, gerade im Angebot, haben wir deswegen gleich 4 Stück mitgenommen. Vitamine, Orangen, einzeln so, ne? Nicht in einem Beutel, sondern lose. Und genauso, aber die sind nicht im Angebot. Die haben wir aber trotzdem mitgenommen. 4-mal Clementinen, Mandarinen, wie auch immer. Oh, das habe ich gar nicht so richtig registriert, dass Madame das mitgenommen hat. Was nur 95 Cent. Die Katjes. Dann hat sie noch mitgenommen Milka Oreo und Milka Lou. Mag ich am liebsten. Und Milka natürlich. Die sind aber gerade im Angebot. Ihre Küchlein und einmal die Doppelkekse von Milka. Dann Reis. Muss wieder aufgefüllt werden. So viel habe ich nicht mehr. Dann haben wir jetzt, damit wir welches da haben, Olivenöl habe ich mitgenommen. Eine Flasche. Lassen wir vielleicht auch gleich hier im Regal, ne? Eis. Eis muss unbedingt jetzt nach hinten. Wir haben, ist gerade auch im Angebot, Cookies. Cookie Dough. Und Amarena-Kirsch. Genau. Das haben wir noch mitgenommen. Dann, Madame hat wohl irgendwas jetzt vor. Die haben bei ihrem, wie heißt es nochmal, Seminar. Irgendwas wurde jetzt angesagt, dass da irgendwas Veganes wollen die backen zusammen. Keine Ahnung, wie die das anstellen wollen. Auf jeden Fall hat sie jetzt hier veganer Eiersatz zum Backen mitgenommen und Margarine. Sowas haben wir eigentlich selten. Hier veganen Eiersatz schon mal gar nicht. Ja, dann, ich suche hier jedes Mal, wenn ich mein Dings hier Teelicht anmachen will, immer nach irgendwelchen Feuerzeugen oder Streichhölzern, nie sind welche da, also habe ich jetzt, die gibt es nur im Dreierpack, Feuerzeug mitgenommen. Und dann Vanillesoße zum Kochen, einmal. Dann Söckchen für mich, die sind etwas anders, als ich die sonst immer so diese Kuschelsocken kaufe. Die sind ein bisschen anders, deswegen habe ich gedacht, nehme ich mal mit, die sind nicht ganz so dick. Einmal für mich. Und dann haben wir nur noch diese Tasche mit leichteren Sachen, also die, ich meine, nicht von Kalorien, sondern vom Gewicht. 3-mal Croissants. Einmal hat Easy sich gewünscht Milchbrötchen. Rati hat Bestellung aufgegeben. 3-mal Salzbrezeln. Dann, wie immer, Toast. Dirk ist gerade zu Hause. Ist auch dann Toast. Wie heute zum Beispiel zum Rührei. Noch einmal Kekse, also diese Küchlein von Milka, von Easy. Und das ist das allerletzte, was wir jetzt hier noch drin haben. Das sind diese Snackboxen von Lidl. Sind wirklich ganz lecker. Ich mag das gern. Wenn wir mal Spiele Nachmittag haben oder so, ist es immer sehr praktisch, sowas auf den Tisch einfach mal zu stellen. Ja. Das ist jetzt alles gewesen. Das ist jetzt so, ich sag mal, Wocheneinkauf Nummer 1 für diese Woche.
Ich bin jetzt noch unterwegs die Tage. Ich denke mal, Mittwoch werde ich auf jeden Fall, vielleicht kommt diese auch wieder mit, wenn Ralfi Training hat, irgendwo 1,5 Stunden ja auch rumlaufen müssen. Deswegen habe ich jetzt nur das gekauft, was ich, ja, ich sag mal, im Moment tatsächlich brauche, nicht für die ganze Woche, sondern wirklich so mit dem Hintergedanken, ich gehe ja diese Woche nochmal los. So. Ja, das war insgesamt irgendwas mit 120 Euro, weil wir ja noch Getränke haben und eben sind 2 Gläser dieser Kirschen und so weiter und so fort. Ist ein bisschen was zusammengekommen, aber das ist halt so in einer größeren Familie. Genau, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video, dieser nicht ganz so große Haul hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, wer mag. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.